Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Fishing a Planet hier am plätschernden Bach in Alaska. Altes Gewässer, aber neue Angelart am Start, mit Grundangeln. Ich habe irgendwas Dickes hier am Haken, Freunde. Wir versuchen ein paar Lachse zu fangen auf Grund, denn die geben zum einen gut XP und zum anderen gut Kohle. Also hier auf jeden Fall gutes Leveln möglich, um dann auch die neuen Gewässer zu erreichen. In Deutschland ab Level 42. Achtuba jetzt rausgekommen mit Level 46, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Also da müssen wir natürlich noch ein paar Level zulegen. Und das kann man hier ganz gut machen, denke ich. Da vorne kommt der Fisch. Alter, das ist ein guter Keterlachs, glaube ich, den wir da haben. Keterlachse fangen wir gerade ganz gut. Mal gucken, wie groß er ist. Alter, 17 Kilo einzigartiger Keterlachs. Leck's mir am Arsch. Alter, ja, da kann man mit anfangen, mit dem 17 Kilo einzigartigen Keterlachs hier. Da sehen wir es, 1600 XP für einen Fisch, Mann, 2600 Cash hier auch noch am Start. Ja gut, mit so einem Fisch wollte ich jetzt nicht unbedingt anfangen, aber ja, das sieht man, glaube ich, dass es halbwegs geht, Mann. Und sogar sehr gut läuft hier eigentlich. Packen wir natürlich ein und nehmen den mit, direkt hier den einzigartigen zum Start. Und wir sehen schon die anderen Routen hier alle im Wasser. Hat es in der Zeit aber keinen weiteren Biss gegeben. Mal gucken, wir müssen vielleicht auf die Abendstunden stellen, denn tatsächlich sind wir jetzt hier in der Morgenzeit noch, aber die Beißer, die geht jetzt hier langsam nach unten. Am Anfang hat echt gut gebissen. Wir werden gleich vielleicht mal auf 19, 20 Uhr so stellen. Mal gucken, dass wir da dann wieder die Beißer erwischen. Aber wenn wir in den Kescher gucken, dann sehen wir, dass wir schon einiges gefangen haben. Nämlich hier 4 Keterlachse an der Zahl. Und auch ein Trophy dabei, 2 normale und ein einzigartigen. Und, Freunde, was soll ich euch sagen? Bis jetzt ist keiner abgefallen. Bis jetzt ist keiner abgefallen. Ich markiere mal kurz den einzigartigen hier auf dem Dings hier. Einzigartiger Keterlachse. Dann haben wir die Markierung nämlich schon mal fertig. Dann sehen wir da vorne die Boje, damit wir uns dann merken können, wo wir den gefangen haben. Setup sehen wir hier. Ein ganz normales Feeder-Setup. Ich habe ganz normales Grundblei dran. Ich habe diesmal keinen Futterkorb draufgepackt. Ich weiß nicht, ob der Bug daran liegt, dass die Fische abfallen. Keine Ahnung, aber die ersten 4 hier sind auf jeden Fall nicht abgefallen. Deshalb, ich angle jetzt erstmal mit dem Grundblei hier. Fast identisches Setup überall, bis auf die große L-Ritze, die ich hier dran habe. Und auf den anderen beiden die kleinen L-Ritze. Wir sehen hier, wir haben auch 2 mit kleinen L-Ritzen gefangen, auch den Trophy mit kleiner L-Ritze und halt 2 mit großer L-Ritze. Also da jetzt erstmal nicht so der Unterschied. Ich weiß nicht, vielleicht von der Größe her, dass sich da was unterscheidet, aber gefangen tun wir erstmal tatsächlich mit beiden Ködern hier die Lachse ganz gut. Und 1600 XP sehen da natürlich gut aus. Da kann man hier eben gucken, wie viel XP fehlen bis zum nächsten Level. Ich glaube hier, ne? Wenn es denn laden würde. Da, sehen wir es. Wir fangen bis zum nächsten Level. 385.000 habe ich und 317 brauche ich. Oder was? Dann sind nicht mehr so viel, oder? Dann sind echt nicht mehr so viel. Guck mal hier, das wären dann 15 plus 17 sind 32.000. Das heißt, eigentlich nur so 20 einzigartige, ne? Schon hätten wir Level 41. Also das sollte relativ fix machbar sein. Wobei, ja gut, der war jetzt auch ein... Ich glaube, das war echt ein großer einzigartiger auch. Mit 17 Kilo, die werden natürlich auch mal... Das ist klein, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo die einzigartig sind. Aber der war, glaube ich, schon relativ groß dann tatsächlich, den wir da gefangen haben. Aber hier ist keine Bisse mehr. Das heißt, wir sollten vielleicht echt mal gucken, dass wir die Zeit... Bisschen vorspulen Richtung Abendstunden und hoffentlich dann da noch ein paar Fische fangen. Ja, dafür muss ich aber die Routen, glaube ich, alle aus dem Wasser nehmen, denn sonst kann ich nicht vorspulen. Man sieht auch hier den unterschiedlichen Untergrund die ganze Zeit. Da sieht man zum Beispiel hier Sandboden oder was es hier ist und ab und zu sieht man mal die Steine zwischendurch. Das sieht man nicht ganz gut hier. Die unterschiedlichen Böden und jetzt haben wir einen kurzen Hänger gehabt. Aber dann haben wir ihn gelöst. Wir packen die Route mal weg. Ich hole mal eben alle rein. Und spule mal auf die Abendstunden vor. In der Hoffnung, dass wir da noch ein paar Bisse bekommen. Denn die brauchen wir natürlich, um hier ein paar Fische zu fangen.
So. Da sehen wir zum Beispiel die Felsen. Jetzt ist auch hier Sand. Könnte Sand sein. Ich weiß nicht, vielleicht sind es auch irgendwelche Wasserpflanzen. Oder Kies könnte es sein, ne? So grober, also so feiner Kies und anderes eher so steinig. I don't know. Wir stellen mal vor auf 19 Uhr, würde ich sagen. Dann steigen wir langsam in die Beißzeit rein und gucken, ob wir da ein paar Fische aus dem Teich kriegen. Also hier wieder die Ruten ins Wasser. Ich werfe das mal so ein bisschen oberhalb an, weil durch die Strömung wird das eben ein bisschen abgetrieben. Relativ flach das Wasser da, ne? 1 Meter nur knapp. Gar nicht mal so tief, aber reicht, ne? Solange da Fische da sind, soll mir das recht sein. So, Route 2 auch draußen. Und dann nehmen wir noch Route Nummer 3 mit der großen Elritze. Oh, da kommt schon der erste Fisch, seht ihr? Da kommt schon. Oh. Ah, da reißt mir fast die Rute vom Ständer, du. Auf der 4, also der erste Fisch, dann wieder drauf. Oh ja, oh ja. Aber dann schöner, kann ich noch höher gehen mit der? Ich glaube nicht, ne? Ah, doch, einen höher kann ich noch. Einen höher kann ich noch. Da ist noch die eine Schnur in Bewegung. Ich hoffe, die wird nicht zu weit abgetrieben. Wenn die zu weit abgetrieben wird, müssen wir aufpassen. Dann müssen wir tatsächlich neu auswerfen. Aber mal schauen. Das sollte auf jeden Fall ein Trophy hier sein, denke ich mal. So vom Fight her. Oder könnte es sogar noch größer sein? Noch kurz. Ah, wobei, der nimmt auch noch Schnur. Da kommt der nächste Biss. Ja, da bin ich jetzt natürlich nicht schnell genug für. Da sind wir jetzt im Drill. Also rein theoretisch reichen ja auch zwei Ruten. Oder ein Rutensteller mit zwei Ruten. Nebenbei Spinnenfischen können wir natürlich auch machen, aber das ist halt auch Käse. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Da kommt man halt jedes Mal zu spät. Auch ein guter Fisch da dran, ne? Ich weiß nicht, ob sie es wirklich allgemein jetzt gefixt haben hier mit den Grundrouten. Es gab ja nochmal einen Bugfix mit dem Release von Achtuba. Aber bis jetzt, wie gesagt, alle hängen geblieben. Und das funktioniert jetzt ganz gut. Ja gut, der wurde es gefressen, das war klar. Dafür war einfach zu langsam, ne? Da war einfach zu langsam für. Das hier war, glaube ich, nur eine Trophy. Auch wenn er jetzt nochmal hier abhaut, aber von der Zeit her ist es wahrscheinlich nur ein. Nur ist gut, ne? Ist auch ein guter Fisch. Keine Frage. Aber kein. Oh, das ist abgefallen tatsächlich. Gibt's doch nicht. Weißt du, jetzt, ne? Jetzt fällt er wieder ab. Gerade noch gelobt. Und dann fällt er tatsächlich wieder ab. Ich habe aber gehört, dass es wohl bei den elektrischen Bissanzeigern nicht so sein soll. Also bei den elektrischen Rodpods. Ich muss dann echt nochmal ein bisschen rumprobieren, an was es jetzt genau liegt, ne? Ich meine, solange ich jetzt hier nur einen verliere, okay. Ist zwar auch ärgerlich, aber nicht so dramatisch wie beim letzten Mal, wenn wir die ersten 4 Fische hier easy rausbekommen. So muss ich echt mal diese elektrischen Bissanzeiger testen, ob die dann wirklich funktionieren. Jetzt hänge ich da wieder fest am Felsen, ne? Oh, da kommt ein Biss. Dann muss die Route halt warten. Was hat die jetzt hier für einen Bug? Was tut er? Ich habe ihn auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht. Ich glaube, er konnte ihn nicht auf den Rutenhalter legen, weil die halt so krass unter Spannung waren, festhängen. Ich glaube, das war irgendwie das Problem. Aber den hier haben wir noch. Mal gucken, ob wir den jetzt auch rauskriegen. Oder ob der auch wieder abfällt. Drückt mir die Daumen, Jungs. Drückt mir die Daumen, dass das hier funktioniert und wir da den nächsten Lachs unser eigen nennen können. Denn den, ja, das sieht gut aus. Den haben wir wieder. Den haben wir da, normaler Keterlachs, aber auch der schon hier. 224 XP. Wir kriegen auch keinen Abzug durch die Route, die wir verwenden. Das ist halt auch ganz gut. 700 Cash, auch für normalen Lachs, ne? Behalten wir natürlich. Und hauen auch die Route wieder in den Teich rein. So. Ah, guck mal, die hier zum Beispiel auf dem Kiesboden. Oder die müssen wir noch austauschen hier wieder oder wieder reinholen, besser gesagt. Denn die war ja einmal verhakt und kein Köder mehr drauf. Deshalb machen wir das jetzt eben hier. Und holen das ein bisschen nach. Die eine wird ein bisschen weiter runtergetrieben, ne? Solange sie nicht da auf dem Felsen hängt oder so, geht es noch.
Das ist dann noch in Ordnung. Da darfst du von mir aus sein. Die wird jetzt aber schon wieder dauerbimmeln zum Beispiel, ne? Wir sind hier auf der rechten Route, die Spitze, die biegt sich da auf jeden Fall schon leicht durch. Insofern ist da schon Zug drauf. Bin ich fast geneigt, hier mal neu auszuwerfen. Aber wir warten erstmal ein bisschen ab tatsächlich, mal gucken, was passiert. Aber wir sehen schon hier, für die 5 Fische, die gefangen haben, 6000 Cash. Ne? Also hier auch auf jeden Fall gutes Cash. Ich weiß gar nicht mal, was der Tag hier kostet, ehrlich gesagt, an dem Teich. Das ist relativ teuer hier, ne? Aber ich weiß nicht genau, was der Tag kostet. Man braucht auf jeden Fall ein paar Lachse, um die Kosten, glaube ich, reinzuholen. Aber man kann hier, glaube ich, ganz gut Cacher machen. Also die Beißzeit an dem Tag halt relativ kurz hier. Ich weiß nicht, wie es in der Nacht ist. Das müsste man halt gucken. Ich glaube, hinten raus hat man auf jeden Fall ein paar mehr Stunden Zeit. Aber nachts ist auch gute Beißzeit. Die Frage ist halt, inwiefern da die Lachse unterwegs sind. Ne? Das weiß ich nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Das müsstet ihr dann eventuell nachschauen oder versuchen, um die Fische zu fangen. Zu gucken, wie es da dann tatsächlich läuft, wenn die Nacht reinbricht. Wir warten mal auf den nächsten Fisch, würde ich sagen. Ich werfe die Route nochmal aus. Das gefällt mir nicht mit diesem. Mit der gebogenen Route. Ich hoffe, wir kriegen das beim nächsten Wurf ein bisschen besser hin. So, wir haben eh kein Futter drauf, insofern verschwenden wir da auch nichts. So. Eine Ruder abgelegt. Ich glaube, jetzt bleibt es auch liegen, oder? Ah, wobei wandert auch wieder darüber, ne? Aber bleibt jetzt bei den anderen Routen liegen, alles klar. Da kann sie von mir aus liegen bleiben, denn da sind wir dann schön ruhig hier in der Strömung. Ohne dass es da. Die wandert immer noch so ein bisschen, ne? Das ist auch kein Fisch, die rollt einfach weiter. Die rollt einfach weiter, mal gucken. Ob sie jetzt da liegen bleibt, noch biegt sie sich halt nicht. Noch ist alles in Lot hier quasi. Noch ist alles in Lot. Gucken wir mal, ob da noch was kommt jetzt hier. Die Beißt hat halt noch nicht so ganz hoch, aber sollte jetzt dann langsam steigen Richtung Abendstunden hin. Haben wir gleich schon wieder 7:30 hier in-game. Da sollten wir hoffentlich auch einen oder anderen Fisch bekommen. Aber tatsächlich hat man immer irgendwie so Flauten da drin, ne? Das ist irgendwie. Man fängt ein paar Fische. Und dann hast du erstmal irgendwie eine Pause da drin. Das ist mir schon öfter aufgefallen, dass du dann einfach so abgeflachte Zeit hast. Ne? Mal gucken, ob wir jetzt hier in den nächsten Minuten trotzdem noch irgendwie einen Fisch an den Haken bekommen. Den wir dann hier werten können. Aber immerhin schon 40 Kilo Lachs gefangen. Gut, das ist natürlich der einzigartige dabei. Ich weiß gar nicht, ob man den Abend schon auch noch fangen kann. Aber gehe ich mal von aus, ne? Beißzeit ist ähnlich wie morgens. Sollte also vielleicht sogar noch drin sein, dass wir den hier aus dem Teich ziehen, wenn denn dann noch einer kommt. Aber auf jeden Fall eine gute Alternative zum Spinnfischen. Natürlich läuft das hier mit Spinnfischen auch ganz gut und man kann mit Sicherheit auch ganz gut mit dem Spinnfischen leveln, wenn man da Bock drauf hat. Aber wenn man halt mit seinen Grundrouten oder viele Routen angeln will und damit leveln will, ist das, glaube ich, hier mit einer der besten Möglichkeiten. Die neuen Gewässer, gut, Level 3, der Teich, wo man hin kann, der taucht zum Level gar nichts. Holland, glaube ich, auch nicht die Fische drin, die XP geben. Italien, auch nicht wirklich XP-Fische. Also, hier mit sich ja ganz gut, um da einiges an XP zu bekommen, wenn man wirklich mit Grund fischen will und da sich langsam, aber sicher hocharbeiten will, ne? Es sei denn, man macht es natürlich mit Spinning hier an dem Teich. Beim Spinning hast du halt den Vorteil, dass du noch die Forellen nebenbei fängst, ne? Die Dollywaden, Stierkopfforelle und so, die sind halt auch noch hier zu holen an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ob wir Königslachse damit fangen können, ehrlich gesagt. Da müssten wir vielleicht mal eine Stelle gehen, wo wir Königslachse haben und mal versuchen, die auf Grund zu fangen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob wir die kriegen, aber ich weiß nicht, ob die von der XP so viel besser sind. Auf jeden Fall war der Fight da, glaube ich, zu krass, ne? Wenn du überlegst, so ein Königslachs hier, der wird ja auch schon mal so ein paar Kilo mehr, ne?
So 30, 40, 50 Kilo oder was die hier haben. Ist dann vielleicht mit der Route auch nicht so geil, muss man sagen. Also zumindest mit der, die ich hier drauf habe. Mit meinen 9 Kilo hier, mit der Fiederroute. Da wäre, glaube ich, einfach der Fight auch dann vom Zeitaufwand einfach viel zu krass, ne? So hier die Keterlachse jetzt hier, die ging ganz gut, ne? 17 Kilo gerade den einzigartigen gefangen. Die kriegst du damit ganz gut raus, aber ich will jetzt auch nicht hier Königslachse damit, glaube ich, beangeln mit dem Geschirr. In der Hoffnung, die rauszukriegen. So. Deshalb ist das hier, glaube ich, eine ganz gute Stelle, um da ein bisschen was zu holen. Auch wenn jetzt hier gerade wieder nichts mehr beißt in dem Teich. Ja, will wieder nichts mehr. Alles tot hier. Ne? Warum sollten wir auch Fische fangen, Freunde? Warum sollten wir auch Fische fangen? Aber hier würden auf jeden Fall die Glöckchen dann auch funktionieren. Wir haben ja gesehen, die Ruten alle immer voll ausgeschlagen. Ich habe die jetzt nur nicht dran, weil wir gerade gesehen haben, wenn die wirklich in der Strömung hängen, die Ruten, dass wir dann da tatsächlich die Glöckchen im Dauerbimmel hätten. Jetzt gerade wird es gehen, jetzt gerade werden sie ruhig. Aber ja, wenn du aufmerksam angelst, dann brauchst du halt die Dinger eh nicht, ne? Dann brauchst du sie eh nicht. Aber immerhin haben wir von den Fischen fast alle verwertet, bis auf den einen. Wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen am Rumexperimentieren, woran genau liegt, dass wir beim letzten Mal wieder so viele Fische verloren haben. Wenn wir einen zwischendurch verlieren, okay, passiert. Aber das letzte Mal war schon zu extrem, ne? Das war ja definitiv schon zu extrem. Insofern hoffen wir, dass das hier, so wie es bis jetzt in Anschein macht, zumindest ein bisschen besser läuft. Und wir die Fische dann auch landen können, die wir im Haken haben. Sogar mit dem Lebendköder, ne? Der war vorher noch ultra buggy. Aber der wurde, glaube ich, auch mit dem letzten Update tatsächlich gefixt. Mit dem Release von Oktober, da wurde nochmal der Lebendköder sozusagen gefixt, laut Patch Notes. Und wir angeln sie mit allen drei Routen auf Lebendköder, insofern. Ja, bis auf den einen Aussteiger, den wir hatten. Ganz gut eigentlich bekommen. Da kommt der Löwenzahn, ne? Pusteblume hier, kommt angeflogen, du. Aber ein Fisch bringt sie bis jetzt nicht vorbei. Bin gespannt, ey. Sieht jetzt echt ein bisschen ruhiger aus, obwohl wir Beißzeit eigentlich immer besser sein sollte, ne? Die ersten zwei Fische wieder gut gebissen und danach war mausetot. Danach war mausetot, ey. Müssen wir also noch ein bisschen abwarten. Ich kann mal eine Route neu auswerfen. Ob da noch was geht. Die liegen, glaube ich, auch alle auf Stein, ne? Vielleicht müssen wir auch auf so einen Kieser werfen. Ich habe nicht darauf geachtet, wo wir die Fische gefangen haben, ehrlich gesagt. Auf was für einen Untergrund. Muss ich mal noch ein bisschen weiter dahinter zu werfen. Aber auch auf Stein. Da ist kein Stein. Oh, wo ist sie denn, die Schnur? Die ist aber auch krass abgetrieben, oder? Die ist aber auch krass abgetrieben. Auch jetzt in der Endphase der Stunde auch keine Bisse, ne? Gar nichts hier. Aber die hier liegt mir zu weit vorne, ehrlich gesagt. Zu weit vorne eigentlich gar nicht mal. 25 Meter war sie draußen. Das war eigentlich okay. Also überall Stein da, ne? Alle Stein da hinten. Wenn wir ein bisschen weiter rauswerfen. Mal abwarten. Tatsächlich, wenn wir die Route reinholen, dann scheint echt weit abzutreiben. Dann scheint die da langsam runterzurollen. Die wird sich gleich biegen, ne? Ja. Die hängt jetzt richtig in der Strömung drin.
So wie wir sie eigentlich nicht haben wollen, aber aus dem Grund habe ich halt keine Glocken dran. Aus dem Grund eben nicht. Ich werfe gleich in der nächsten Stunde noch mal neu aus. In der Hoffnung, dass wir dann noch einen Lachs zumindest bekommen. Ja, haben wir uns zwar gut gestartet mit dem Einzigartigen, den Trophy auch gefangen. Haben wir den Trophy auch gefangen im Video? Ich glaube nicht. Den normalen mal gefangen, aber wir hatten einen dran, den wir verloren haben. Der war relativ gut. Aber ansonsten, bessere Frequenz könnte echt ein bisschen besser sein, ne? Die könnte ein bisschen besser sein. Wir hatten immer, als ich angefangen habe, habe ich gute Bissfrequenz gehabt, als ich vorgespult habe, ich gute Bissfrequenz gehabt, dann hat er immer schnell wieder nachgelassen, ne? Und es scheint sich auch nicht zu erholen von der Frequenz her. Da müssen wir echt nochmal gucken, dass wir da irgendwie eine Konstanz reinkriegen, dass wir da ein paar Fische mehr an den Haken bekommen. Gerade wenn die Beißzeit halt an den Tagen so kurz ist, ne? Wie in den Tagen jetzt hier. So. Einmal die Routen hier neu ins Wasser bringen. Zur neuen Stunde hin. So. Ja, so auf jeden Fall. Leider nicht erfolgreich. Ja, was ein Wunder. Ich darf nicht zu kurz werfen, glaube ich, ne? Da kommt er nicht mit klar. Aber ich muss doch wohl dahin werfen können, wo ich hin will. Okay, weil vorne ist irgendwie mehr in dieser Sand-Kies-Bereich oder was das ist. Ich versuche mal da eine Route auch drauf zu legen. Und hier werfen wir auch nochmal neu aus. Ach, guck, irgendwo müssen da Fische sein, ne? Irgendwo müssen sie sich verstecken. So. Haben wir sie alle im Wasser. Und beobachten weiterhin die Routen. Jetzt sind natürlich die Schnüre alle überkreuzt, ne? Wobei die eine geht wieder unten. Hier, die wird gleich wieder schief hängen. Aber die anderen, da hinten springen sie auch noch, ne? Die Fische sind da am Jumpen, aber beißen tut ihr nix. Ja, jetzt hängst du da in der Strömung die rechte Route. Wir lassen einfach mal hängen, ey. Mal gucken, was passiert. Ob wir hier überhaupt noch einen Fisch zu sehen bekommen. Ich gebe dir noch so ein, zwei Minütchen, wenn da nichts kommt, haben wir Pech gehabt. Dann hat uns heute die Bissfrequenz nicht so erfüllt, wie sie sein sollte, aber gut, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Auf jeden Fall eine Alternative für die Spinnenfischer. Und beim Spinnenfischen hast du mal eine Phase, wo nichts beißt. Hier aber relativ lang jetzt gewesen, ne? Hier ist die Phase relativ lang gewesen. Haben wir trotzdem ganz gute Fische gesehen, vor allen Dingen auch die einzigartige, oder den einzigartigen Keterlachs, den wir da gefangen haben. Jetzt gilt nur noch, die Bissfrequenz ein bisschen nach oben zu schrauben, ein bisschen höher zu bekommen und da dann auch ein bisschen mehr abzuräumen noch und da ein paar gute Fische zu fangen. Das als nächstes also auf dem Plan. Aber ich glaube nicht, dass hier noch was passiert, großartig. Deshalb würde ich sagen, können wir hier Feierabend machen, bevor wir jetzt hier auf den nächsten Fisch unendlich lange warten. Wir haben die Fische gesehen, wir haben gesehen, dass man hier die Fische fangen kann. Also versucht euer Glück. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr auf jeden Fall eine bessere Frequenz habt als ich. Vielleicht auch an den anderen Tagen. Ich weiß nicht, ob die sonnigen jetzt hier mit den kurzen Weißzeiten an den Morgen und Abend schon so gut sind. Ich drücke euch auf jeden Fall. Oh, da kommt einer, Leute. Da kommt noch mal einer. Oh, das war auch ein. Der hat auch eingeschlagen wie nichts, ne? Und das, obwohl die Schnur da quasi in der Strömung hing. Also da nochmal ein Fisch hier könnte sogar. Weiß nicht, ey. Könnte vielleicht sogar ein einzigartiger sein. Auf jeden Fall ein guter. Alter, der hat aber auch reingerumst, ne? Der hat aber auch reingerumst, so. Junge, Junge, Junge. Also doch noch ein Fisch hier zum Abschluss. Die ersten haben schon abgeschaltet. Eigentlich haben die meisten schon abgeschaltet, ne? So. Aber dann verpassen sie den Fisch hier. Denn der kommt jetzt hier auf die letzte Sekunde. Ich hoffe, den kriegen wir raus, Mann. Nicht, dass der abfällt. Ist auf jeden Fall ein guter.
könnte echt ein einzigartiger sein. Der lässt sich nicht viel beirren, nimmt da weiterhin seine Schnur da hinten, macht viele Schläge. Springt ab und zu aus dem Wasser da hinten, aber... Boah, halt die Spannung, Junge. Kurbel. Kurbel um dein Leben. Auf jeden Fall guter, mindestens Trophy zumindest. Ich weiß nicht, ob es ein wirklich ein einzigartiger ist. Dafür kommt er relativ schnell nah. Haut aber wieder ein bisschen ab, ne? Bin auf die große L-Ritze hier. So. Fisch. Will noch nicht, ne? Die letzten Meter kämpft dann auch hier. Ist zwar in meinem vorderen Bereich hier. Boah, doppelt Trophy. Ich glaube, kein einzigartiger. Gucken, auf jeden Fall ein guter Fighter. Auf jeden Fall ein guter Fighter, den wir da haben. 11 Meter gleich noch. Na, haut wieder ab. Haut wieder ab, der Kleine. Und mit dem Kopf aus dem Wasser, aber so richtig ran will er nicht, ne? Jetzt aber gleich. Ja, jetzt geht's danach. Jetzt haben wir ihn auch tatsächlich. Und auch nicht abgefallen, also auch gut. So, tatsächlich nochmal eine zweite einzigartige hinterher hier. Wieder 1200 XP, 2000 Cash, 14 Kilo. Diesmal 3 Kilo leichter als der gerade. Aber der zweite einzigartige gefangen. Also zwei Stück sogar, einen in den Morgenstunden, einen in den Abendstunden hier erwischt von den Guten. Packt man natürlich ein. Frequenz also relativ gering, aber von den Fischen, die wir gefangen haben, zwei einzigartige dabei. Also definitiv gar nicht mal so schlecht von der Frequenz, von der Quote her der einzigartigen. Das auf jeden Fall sehr gut, auch wenn wir hätten noch ein paar mehr Fische haben können. Aber zwei einzigartige hier dabei, 8000 Cash gemacht. Und ich habe jetzt auch halt die Zeiten immer gespult. Ne? Also man kann am Dach hier sicher mehr Cash machen, mit ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Geduld als das hier. Aber gut XP gesammelt. Ja. 287.000. Noch gute 30.000, die ich brauche, bis wir Level Up haben. Also gar nicht so viel, wie man da benötigt. Okay, die Schnur, die wandert nur. Aber sonst haben wir keine Bisse mehr bekommen, aber den einzigartigen noch zum Abschluss erwischt. Und damit machen wir dann wirklich Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, würde ich mich darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.